Herzlich willkommen, liebe Jungs und liebe Mädels. Ich bin das Solero und heute spielen wir mal wieder Skyrim. Ja, nach langer Zeit habe ich es endlich mal wieder geschafft aufzunehmen. Joa, ne? So, wie ihr vielleicht erkennt, vielleicht an meiner Stimme erkennt, ja, ich nehme auch schon mit einem neuen Mikro auf. Endlich konnte ich mir ein neues Mikro leisten. Oh, hier sind ja schöne Blumen. Ja, nehme ich mit einem neuen Mikro auf. Ja. Ja, ich hätte mir vielleicht überlegen sollen, was ich sage am Anfang. Ja, nein, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Es ist ja schon ein Stück her. Ja, wir sind immer noch dabei, hier, glaube ich, bei den Gefährten, diese, wie nennt man das, dieses Quest-Dingen da durchzukriegen, also die Quest-Reihe der Gefährten da durchzukriegen. Wir sollen hier hin, hier von diesen komischen Schlucht-Weiher-Hexen-Gedöns da, die sollen wir abmurksen, uns einen Kopf beschaffen und dann passt alles. Ja, optional noch alle vernichten, ja, das ist ja kein Problem, aber ich denke, das wird schon ein bisschen hart. Ja, schon wieder zurück in das normale Deutsch. Ja, es wird, glaube ich, härter gegen die zu kämpfen. Ich habe die irgendwie hart in Erinnerung, aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich damals das mit diesem Magier gemacht habe. Naja, egal. Ja, wir sind hier, wie ihr es unschwer erkennen könnt. Ja, was noch neu ist, weil ich warne euch schon mal so vor, ich habe mir ein kleines DLC gekauft hier für Skyrim. Noch nicht hier Dovengarde oder Sovengarde. Doven? Nein, wie heißt denn das? Dawngarde? Nein. Ja, dieses Vampirgedöns da, genau hier. Mit Edward und Jacob da hier, ne? genau, nicht das, sondern es gab dieses kleine Häuser-DLC oder wie man das auch immer nennt, so ein kleines Ding. Ich kann mir jetzt hier, glaube ich, 3 oder 4 lustige Häusle bauen, die ein bisschen teuer sind. Ich werde da mal eine extra Episode aufnehmen dafür, wie wir uns dann so ein schickes Häuschen bauen. Ich glaube, hier ist das erste Haus, wo man sich da kaufen kann, hier über Falkenring. Das werde ich dann mal machen. Genau, da kann man auch darüber Kinder adoptieren mittlerweile. Und ja, ganz lustig, ganz lustig. Also irgendwann mal mache ich so eine Folge, wo wir dann dieses Dings haben. Ah, wisst ihr was? Machen wir es einfach so, wenn ich hier mit der Quest-Dingens hier fertig bin von, wer ist das hier mit den Gefährten? Dann werde ich mich mal darum bemühen, dass wir hier da reingehen und, ja, hier, dieses Häuschen bauen, ne? So, wir müssen jetzt aber hier zu diesen komischen Schluchtweiher hexen. Aber vorher nehmen wir uns hier diese schöne Eiche noch. Genau, so. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier verdammt nochmal rauf? Freund, was ist das hier? Nebel, oh, ihr hallo. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Das war gar nichts. Ja, hier, genug, gleich mal schön genug. Mit... Genug, genug. Okay, ja, ja, ja. Ne, trotzdem. Kriegst du noch einen in den Hintern? Na gut, Schleich bringt dir sowieso nichts. Hui! Und noch ein Fall. Yay! Ich hab genug für euch alle. So, komm her, komm her, komm her! Versteck dich nicht hinter dem Baum, du Olle. Ach ja, ich habe ja hier dieses Rechtsding da. So. Muss ich mich erstmal wieder an diesem Fallgedöns gewöhnen hier, weil... Ich habe nochmal alleine so für mich nochmal einen anderen Charakter angefangen. Ja, und der ist es wieder mit zweihändig rumkloppen hier mit so einem dicken, fetten, wie heißt denn das? Streitkolben, genau, mit so einem Streitkolben renne ich darum. Und wie viel Gold haben wir denn? 14.000 erst. Vielleicht sollte ich hier doch irgendwas zum Verkauf mit. Aber ja, genau. Wie ihr vielleicht seht, habe ich auch hier wieder den Standard-Inventar-Trick drin, weil dieses Sky-UI, was ich verwende für das Inventar, das ist gerade, wird das geupdatet und boah, es ist irgendwie fehlerhaft, deswegen funktioniert das gerade nicht. Nehmen wir das mal hier mit alles. Genau, deswegen funktioniert das gerade leider nicht, deswegen, ja. Musst ihr, ich leider mit diesem Scheiß hier vorlieb nehmen. So. Sind jetzt alle hier oder muss ich hier noch ein paar erledigen? So, erstmal hier rein. Boah. Wieso wird das denn jetzt angezeigt?
Ja. Genau, da bin ich schon ein Stück weiter. Da habe ich schon zwei Häuschen gebaut mit diesem anderen Ding da. Und ja, das ist ganz lustig. Oh, ich werde so eine Art... Nee, ich werde kein Tutorial machen. Tutorial... Ach, wer bin ich denn, dass ich ein Tutorial mache? Ich bin ja kein Pro oder so. Genau. Und ein Lehrer bin ich sowieso nicht. Jo, so, nee, dann mal hier hoch. Hallo? Kuckuck. Nee, keiner da. Das sind, glaube ich, nur die drei gewesen. So, ist hier noch irgendwas Schönes? Großer Sack. Nee, Tomaten. Oh, Salz, das nehmen wir mal mit. Nein, das interessiert mich nicht. Lustige Schlafsäcke, was ist hier noch? Apfel will ich auch nicht. So. Joa, auch ein Dingens. Blödes Schwert. Und, Fortschritte für Schlösserknacken. Ja, das ist doch super. Das kann ich gebrauchen. Oh, Knoblauch, nehme ich auch mit. Ach, ich hasse es immer, diese ganzen Säcke zu durchsuchen. Ach, wurscht. Was ist hier denn noch so? Nö, ist auch nichts mehr Schönes. Das war's schon. Okay. So. Plumps. Okay. So, wo müssen wir hin? Geht das hier noch irgendwo hin? Hier wird so ein Häusle angezeigt. So, ganz in der Nähe. Also hier oben da in diesem... Was ist das? Kompass? Kompass. Ja. Ich renne aber natürlich wieder dahin, wo ich nicht hin soll. Wenn ich schon mal hier bin, dann erkunde ich das gleich mal. Komme ich hier hoch? Na, doch. Ist das Liebe? Ja, das sind Jäger. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ach ja, die haben hier... Nee, stehle ich mal nicht. So. Genau, es wurden ein paar Kommentarfragen gestellt. Was ich denn zum Beispiel als Zweitwaffe habe. Ja, ich habe nur den Bogen. genau, dann habe ich mir die Überlegung gemacht. Also ich will jetzt erst diesen Bogen auf 100 bekommen. Ich will eigentlich nur gern Fernkampf machen und wollte eigentlich mal so einen Schleichfuzzi haben hier, der sich da so heimtückisch anschleicht und dann Taschendiebstahl auch nach oben bringt. Und ich weiß, dass man eine ganz lustige Rüstung bekommt von den Meuchel... Ach ja, mal wieder in die andere Richtung. Von den Meuchelmördern und... Na klasse, hallo. Wer seid ihr denn? Bis hierher und nicht ich weiter. Ich warne euch. Zurück. Ja, warnt mich mal. Ihr kriegt trotzdem Pfeile in den Rücken. Vorne rein. Hab euch. Ja, nee, ich hab dich. Piu. Piu. So, genau. Ich werde... Ach ja, was wollte ich sagen? Ich bin ja immer so gleich abgelenkt, das gibt's doch nicht. Ich wollte sagen... Das war gar nicht. Das war doch was. So, Ruhe jetzt. Genau, ich muss mich konzentrieren. Nee, ich wollte sagen, wenn ich das auf 100 habe, versuche ich es mit Dolchen. Mich da nach vorne zu bringen. Oh, Zwergenpfeile, schön. Fellrüstung, ist da 50 wert, nehmen wir mal mit. Ach, den Bogen nehmen wir auch mit. Genau. Ich wollte damit, ja, dann Dolche. Weil mit den Meuchelmördern, Fuzzi hier, wie heißen sie denn? Oh, Mensch, vielleicht nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Zwergendolch, oh, nehmen wir auch mit. So, da kriegt man halt so eine lustige Lederrüstung, also so eine leichte Rüstung, die man dann halt, ne, für Schleichen und so ganz verwenden kann. Und ja, die will ich haben. Und dann Dolche. Wir haben ja auch hier durch dieses Schleichen, können wir mehrfachen Schaden mit Skillen. Ich zeige euch das mal schnell. Ich rede hier schon wieder und rede mit dem Mund fürs Licht. Wo ist es denn? Da. Genau, gehen wir mal hier hin, in den Baum. Genau, hier können wir hier, wenn wir Schleichangriffe mit Bögen machen, jetzt dreifachen Schaden. Weil eigentlich bringen die Dolche ja eigentlich gar keinen Schaden, aber wenn man sich schleich macht, hier gleich 15-fachen des normalen Schaden. Also, ja, haut ordentlich rein, denke ich mal. Jetzt renne ich hier schon wieder. Ey, ich hab's mit... wie war das? Mit, sag mal, ist das schon wieder ein Bandit? Nee, oder? Ein Jäger ist das. Boah, ich dachte schon, hier ist... Banditenverseuchtes Gebiet. Jetzt habe ich einen Satz angefangen, weiß ich wieder nicht, wo ich den Satz aufgehört habe. Ach ja.
Navigation. Nee, auch das falsche Wort. Oh, scheiße. Versteckt, gut. So, Bogen aufziehen und... Und... Banz. Haben wir gleich ein schönes Fällchen für uns. Was wir für die Schmiedekunst verwenden können. Apropos Schmiedekunst. Ich habe letztens was lernen müssen, leider. Man kann nicht einfach mehr so hochskillen, indem man einfach Eisendolche herstellt und so komisches Pelzgedöns. Also damit kann man schon hochleveln. Aber, also es war mal, also es gab irgendwie so ein Patch oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch schon ewig her. Bloß ich habe das nie mitgekriegt. Also vorher konnte man halt, wenn man zum Beispiel Eisendolch herstellt, war das genauso viel wert, als wenn man eine dicke, fette, wie heißen diese Dinge da? Eine Brustrüstung von den Elfen oder sonst irgendwas, also von den Hohen, wo man richtig Material braucht. Es war, kriegt man genauso viel Skillpunkte wie mit diesem komischen Eisendolch. Mittlerweile kriegt man mit dem Eisendolch etwas weniger und wenn man halt höhere Sachen baut, wie eine Brust oder so, wo man mehr Material braucht, kriegt man mehr dafür. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Manchmal erkläre ich was und das versteht kein Mensch. Ja. So. Ich habe hier ein bisschen Schiss da jetzt, da reinzugehen. Zu diesen Schluchtweiher-Hexen. Ey, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Bitte, ey. Es ist wie mit dem, wie heißt er? Wie hieß er? Mann. Der Fellabzieher. Nee, der Hautabzieher. Der gefürchtete Hautabzieher. Oh nein. So, wir sind da. Haha. So, ihr Schluchtweiher-Hexen. Na gut, ich schleichte mich natürlich rein und dann hoffe ich, dass das irgendwie passt und ich damit zurechtkomme. Ach, mit diesen Knochen hier rüber, gruselig, gruselig. So. Schön die Ladezeit wieder, nie. 21 erst, ja. Mit dem anderen Charakter, wo ich jetzt wieder angefangen habe, bin ich jetzt mittlerweile 30. Und hab mich nur bis jetzt zwischen Flusswald, nee, wie heißt das nicht, Flusswald, Dingens, Gedöns, doch, Flusswald, nein, Falkenring und Weißlauf hin und her bewegt und schon massig entdeckt. Aber ich wollte jetzt was gucken. Der ist doch vor... Ach ja, Seelenfalle. Ja, komm, mach mal hier wieder... Ist der jetzt wieder aufgeladen? Ja, der ist wieder aufgeladen. So. Einmal ab... speichern. Magst du die nochmal umdrehen? Hässliches Viech. Ist ja schön dunkel. So, dich erwische ich. Und... Bah! Ah gut, die kriegt gut Schaden, ey. Das ist schön. Optimal geschmacksneutral, Madels, ey. Oh. Diese komische Spinne machen wir auch mal noch hier. Perfekt, geil. Ich dachte doch, ja, dass es schwieriger wird, aber ist es gar nicht. Und weil es so einfach war, machen wir alle drei. Abgeschlossen, abgeschlossen. So, was ist denn hier noch? Was ist hier, was ist hier? Schön weiter schleichen. Diese Hexe nicht bemerken. Okay, da ist die nächste. Scheiße, jetzt wird's problematisch. Und. Weil die machen schon, glaube ich, ein bisschen Schaden. Oh, Alter, ey. Und sie halten aus. Ich hatte jetzt halt den Vorteil, dass ich vorhin bei der ersten diesen Schleichangriff hatte und gleich dreifachen Schaden mache. Boah. Na gut, aber sie hat mich eh nicht getroffen. Ist wahrscheinlich zu besoffen gerade hier. Hat zu viele Kinder gegessen. So, alles mitgenommen. Ja, ne, ist hier noch irgendwas? Aber baden hätte sich ja auch mal können, ne? Oder die hat sich hier gebadet, deswegen ist das Wasser so grün. Ja. Das war die Hexe Nummer 2. Wie viele Hexen gibt es denn da? Schaut zu viel.
viel aus. Ich dachte, es gäbe nur 3. So, ab wieder in den Stealth-Modus. Ah, hier ist ja auch nochmal ein Ding, wo man reingehen kann. Juhu, Hexilein, wo bist du? Na, dich erwische ich jetzt aber wieder. Und optimal. Besser kann man es nicht haben. So, hier gibt es auch eine schöne Truhe. Ich dachte, ich gehe ja total umsonst hier rein. Ohne, dass ich was Schönes bekomme. Ein Vogelnest. Ist das hier ein Dorn? Noch ein Ei, noch ein Ei. Ja, füllst du halt nochmal hin. Durchsuchen. Mehlsack, yay. Ach ja, dieser Mehlsack ist auch irgendwie neu. Den kannte ich vorher nicht. Das ist auch, glaube ich, mit diesem Hausbau-DLT dazu gekommen. So, ich glaube, hier oben ist noch eine da irgendwo. Es sind hier nämlich so viele Sachen offen, oder? Na, gehen wir da halt mal hoch. Es waren dann jetzt 1, 2, 3. Sind das 4 gewesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da ist jedenfalls noch so ein Vetter von Spider-Man. Gehen wir mal schnell hier abboxen. Pilze. Magic Mushrooms. So. Ist doch. Ist hier noch einer? Bin mir gerade nicht sicher. Ich dachte, es wären immer 3. Oh. Eisenerz. Schön. Nehmen wir mal mit. Wir Dolche basteln können, die uns so weit nach vorne bringen. Nee, natürlich nicht. Weil wir wollen ja natürlich Schmiedekunst mit diesem schönen jungen Gesellen hier hochpushen. Ja. Ach ja, apropos Eisen. Eisen braucht man auch für das Häuschen bauen. Da braucht man so lustige Sachen. Oder man braucht einfach massig Gold. Oh, erwische ich die von hier? Ja, die erwische ich von hier. Hallo? Nein! Doch, ich hab's ja noch erwischt. Gut. Und du, mein Freund, kommst auch noch da. So. Gefahr gebannt. Sudele. Noch eine leere Weinflasche. So, was hast du hier Schönes versteckt? Ein lustiger Altar mit lustigen Sachen, die wir verkaufen können, weil wir brauchen Gold ganz dringend. Wenn wir das ausbauen wollen, dann brauchen wir Gold. Dann müssen wir ganz viele lustige Gegenstände dazu holen, damit wir ja das Haus nämlich füllen können und ja des großen Schlossklangs. Oh, das ist auch gut. Der Furcht, ja. Ich habe ja schon einen Bogen. Da gewesen. Erstens die Pilze noch. Hey. Pilze. Was ist hier? Ist da irgendwas versteckt? Oder war das dieselbe giftige Brühe, wo wir vorhin waren bei der anderen Hexe? Naja, ich glaube, jetzt haben wir es aber auch. Nee. Hä, da ist nochmal so ein. Da ist noch so eine Olle, ey. Sag mal, wie viele sind denn da noch? Seine ganze Armee von den Viechern. Hab ich die eigentlich schon geplündert? Ja, habe ich geplündert. So, wo geht's denn hier lang zu der? Ah, da geht's lang. Gut. Abspeichern, bevor das die evil-böse Hexe ist und mich mit einem Schlag kaputt macht. Joa, dass die sich auch immer so versteckt hindern. Hallo? Scheiße.
Die hat mich jetzt natürlich auch bemerkt. Hallo? Oh, Alter, sind die hässlich. Ey, die hält ja was aus. Gut. Dann haben wir die A, ne? Optional, alles vernichtet, passt. Ich kann ja jetzt nicht sagen, wo mich die alle vernichte, aber dann spoilere ich ein bisschen und das möchte ich ja nicht. Ja, so. Hallo Ziege. Ziegenbein, Ziegenfell nehmen wir mit. Und Tragödie in Schwarz. Hm. Noch irgendwas Schönes hier. Arcana Verzauber. Ah, apropos, mal gucken. Entzaubern. Gibt es irgendwas zu entzaubern? Ja, das kann man mal machen. Schön wieder ein Lederarmschienen, Schlösser knacken. Das haben wir noch nicht. Okay. Mache ich mal. Gegenstand. Verrüstung. Haben wir alles verzaubert, was ich da habe? Was ich anhabe, das meine ich. Kleidung. Elfenhelm. Prozent höherer Schaden. Ja, das ist auch gut. Das ist besser. So. Jetzt haben wir aber hier Ruhe. Können jetzt dann wieder schön nach Weißlauf. Uns teleportieren oder schnell reisen. Weil teleportieren geht ja natürlich nicht in Skyrim. Ja. Ach, wir sehen ja noch einen Werwolf, fällt mir gerade ein. Stimmt. Ach ja, hätte ich mal erzählen können. Das ist auch der Grund, warum wir hier gerade zu diesen Schluchtweiler Gedöns gehen. Wir sind von Kotlak, Weißmähne. Ist ja hier der Chefe von diesen Hexen. Von den Hexen. Von den Gefährten. Und die sind ja alle irgendwie Werwölfe. Und er will gar kein Werwolf sein, er will ein Ding sein. Wie heißt denn das? Ein normaler Mensch, damit er als wahrer Norn nach Sovngarde kann. Das ist nämlich sozusagen das Paradies der... Nicht Norn. Norn ist... der Nord. Norn sind die Nord der von Guild Wars. Ja. Scheiße. Boah, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Ja, ich riech noch wie ein Werwolf. Ich weiß, ich weiß. So, genau. Der will nämlich dieses Werwolf-Gedöns loshaben und diese Schluchtweiler-Hexen waren daran schuld, dass die Werwölfe sind. So eine Art. Ihr wart ein guter Freund für mich.